Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge mit unserem Clanfolk. Ja, man muss natürlich immer schauen, was hier gerade fehlt und dementsprechend heute halt das noch abbauen lassen. Hier Steine, da liegen noch Steine herum. Hier lassen wir noch welche abbauen. Da natürlich wieder ein bisschen Gras schneiden. So, jetzt haben wir hier schon vier Betten. Dementsprechend können wir natürlich die zwei auch nochmal wegnehmen. Und da fehlen nur noch drei. Und ich hoffe mal, dass man das natürlich noch schafft bis zum Abend. Okay, und ich würde sagen, das machen wir nochmal etwas größer, diese Materialienlagerzone. Okay, Kies abbauen könnte man jetzt. Golderz auch noch. Und Eisenerz. Wahnsinn. Okay, das haben wir jetzt schon. Schauen wir jetzt mal, das kann man ja hier nachschauen. Okay, Steinspitzhacke, Steinhacke. Okay. Weil die anscheinend auch nicht ewig haltbar sind. Genau, hier sieht man es. Okay, wieder eine Schlafmatte fertig. Ja, Frage, werden wir das noch schaffen hier, bis die Nacht anbricht. Aber dann müssen halt zwei hier nochmal leider auf der Wiese schlafen. Schauen wir mal, ein Bett auf jeden Fall noch. Ah, die schaffen es noch. Sehr gut. Ist dann trotzdem dann schon etwas besser hier zu schlafen als auf dem blanken Boden. Und hier sieht man es jetzt auch noch deutlich, wenn das Feuer brennt, was dann alles hier angezündet werden würde. Wenn man hier direkt im Wald oder direkt hier das Lagerfeuer herstellt, dann brennt mit der Zeit hier alles. So,
Ähnliche Gegenstände können gleichzeitig ausgewählt werden. Lasst uns alles Clanvolk auf dem Bildschirm gleichzeitig auswählen. Doppelklicke auf ein Clanmitglied. Okay. Dann natürlich wieder aufheben. Um alle Objekte einer Art auf der ganzen Karte auszuwählen, halte die linke Umstelltaste und klicke dann auf ein beliebiges Objekt. Okay, da können wir überall das Gras schneiden lassen quasi. Um eine Auswahl hinzuzufügen oder entfernen, dann mit Steuerung. Okay, da können wir die zwei jetzt markieren. Okay, drei sollen wir auswählen. Okay. Ist ja als allererstes wieder Gras schneiden, genau. Das sagt er, das ist das erste immer. Jetzt schneidet man natürlich Gras, aber ich denke mal, wenn man jetzt ein bisschen laufen lässt. Ja, es fehlt der Ei. Aber die holen ihn. Sobald wieder Aal da ist, wird der geholt. So, und jetzt die Nacht. Einer fehlt aber noch. Der Bean. Erstmal waschen. Und gute Nacht. Temperatur steigt wieder langsam, man sieht es hier. 17 Grad. Okay. Sonnenaufgang. Sehr schön. Ja, wenn man natürlich hier erkennen würde, wo Büsche sind, könnte man natürlich gern noch einmal ein paar Beeren sammeln lassen. Ja, hier. Beeren sammeln. Schauen, ob die schon wollen. Und dann brauchen wir auch irgendwann mal einen Brennofen. Ein bisschen schneller laufen. Da warten wir den Sonnenaufgang. Und dementsprechend dann die Arbeitszeit wieder. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt können wir es hier wieder ganz normal arbeiten. Ja, wir könnten ja vielleicht nochmal so ein Allfalle bauen. Nahrung. Ne, Kochfeuer. Pflanzen. Ne. Die Aalfalle. Da haben wir es. Okay, oder gleich zwei. Dann haben es genügend Aal. Hoffe ich doch mal.
Ja, Distel, wollte ich aber eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Gras. Das wäre das da. Genau. Okay. Und auch Stroh. Okay. Schneiden wir noch einmal ein bisschen mehr raus. Müllkippe. Da ist überhaupt nichts drin, keinerlei Äste mehr da. Äste sammeln. Braucht man natürlich. Wo sind die Bäume? Okay. Jawohl, und jetzt geht's zum Brennofen weiter. Brennofen stellen wir hierher. Was brauchen wir da alles? Fels, Steine, Lehm. Okay. Okay, bauen. Ja, haben wir denn keinen, der gern baut? Bauen. Okay, der Finlay, den haben wir ja nach oben ein bisschen geschoben. Dann schieben wir das, würde ich sagen, auch. Der hat 4. Der ist ein bisschen noch nach oben. Die wollen nicht. Dann können wir es gleich nach unten schieben. Okay. Jawohl, und kaum hat man es eingestellt, laufen es auch schon los. Okay. Also, dann holen wir hier rohen Ei, bis morgen warten und jeden Tag wiederholen. Und hier genauso, rohen Ei, bis morgen warten und wiederholen. Also sollte dann am nächsten Tag wirklich genügend roher Ei da sein.
Okay, da kommt der Aal wieder an. Oh, müssen es eigentlich dann gleich kochen, hoffe ich doch mal. Ja, das nehmen wir raus. Nee. Dann machen wir doch das so. So machen wir es. Gekochter Ei. Immer dann bis mindestens, sagen wir mal, 10. Und 5 haben wir da. Steine brauchen wir wieder. Okay. Jetzt vielleicht mal ein paar mehr sammeln. Okay, jetzt geht's hier los. Das ist gut. Fehlt noch immer Gras, immer fehlt Gras. Vielleicht hier. Okay, genau, jetzt haben wir hier 10-mal Aal und jetzt ist für einen Tag Vorrat auf Lager. Bären haben wir allerdings fast keine mehr. Vielleicht ist irgendwo noch ein Bärenstrauch. Wäre doch schade drum. Okay, da haben wir noch Beeren. Ah, da sehe ich auch noch was. Ah, alles voller Beeren. Freigeschalter, Tontopf, okay. Ziegelstein. Sagen wir immer bis 25. Oder sagen wir bis 20. Dann die Ziegel, sagen wir auch bis 20 und 2 Tontöpfe. Autobrandbekämpfung. Die Margaret liegt hier. Man sieht hier nicht unbedingt, wie alt sie ist. Okay, schlafgestört, satt, schläft.
in Klammern, okay. Naja, und jetzt werden die ersten Ziegelsteine hergestellt. Sehr schön. Und wenn man so sieht, es regnet, weil da sieht man hier Sachen, die sollten eigentlich nicht im Regen liegen. Aber da werden wir sicher früher oder später Lager natürlich aus den Steinen dann bauen können. Okay. Ja, und damit ist die dritte Folge auch schon wieder rum. Ja, es geht einfach raus und schnell. Und wir haben ja noch eine Folge in diesem kleinen Angezockt vor uns. Schaut einfach rein in die Infobox, in meinen Kalender. Da findet ihr den Termin für die nächste Folge. Okay, bis dann. Tschüss.